Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meiner Leseliste, meinem Subabbau Want to Read für den Monat April 2016. Fangen wir auch schon gleich an mit dem ersten Buch. Das wäre Finding It, Alles ist leichter mit dir von Cora Kermack. Ich habe ja bisher 1 und 2 gelesen und haben mir sehr gut gefallen und deswegen darf Band 3 nicht lange warten. Von Michael Grant und Catherine Applegate hätten wir Eve und Adam. Da hat mich der Klapptext überzeugt. Ich habe jetzt auch so ein bisschen Negatives über dieses Buch gehört, aber da ich ja gern meine eigene Meinung darüber bilde, lasse ich mir das jetzt nicht vermiesen. Dann geht es auch schon weiter mit dem vierten Night School Band von CJ Dougherty. Es ist im Oettinger Verlag erschienen und da mir die ersten drei Bände bisher sehr gut gefallen haben und ich auch gerne noch Band 4 und 5 lesen möchte, kommt halt jetzt Band 4. Von Miriam Maus hätten wir Boys 7. Vertraue niemanden, nicht einmal dir selbst. Ich habe das jetzt bestimmt schon ein Jahr bei mir im Regal stehen und habe es noch nicht gelesen und deswegen wollte ich es jetzt mal unbedingt lesen. Es ist, glaube ich, eher, es ist die Filmausgabe, also nicht das Original, aber naja, man muss ja auch mal die Filmausgabe lesen. Nun habe ich jeden Monat ein Band von dieser Quadrologie gelesen und im März kommt nun der vierte und letzte Teil da dran. Barfuß am Meer von Roxane St. Clair. Davon haben mir die ersten drei Bücher sehr gut gefallen und deswegen kommt auch nun der vierte Teil dran. Es ist bestimmt jetzt schon ein Jahr her, wo ich die Bestimmung von Veronica Roth gelesen habe. Und nun endlich schaffe ich es, die Geschichte von vorzulesen und ich freue mich sehr darauf. Dann hätten wir von Joëlle Cameron die Auslese Nichts ist vergessen und nie vergeben. Von Band 1 war ich sehr positiv überrascht und dann kommt ja im Mai dann auch noch der dritte Teil raus. Deswegen kommt diesen Monat dann noch den zweiten Teil dran, damit ich nächsten Monat den dritten gleich weiterlesen kann. Von Terry hätten wir gelöscht. Das ist der erste Teil dieser Trilogie. Ich habe von ihr schon Mind Games gelesen und das hat mir so gut gefallen. Deswegen muss ich unbedingt jetzt mal die Gelöscht-Trilogie anfangen. Und ich dachte, der April ist dafür ein guter Monat zum Anfang. Dann geht es auch schon mit den letzten zwei Büchern zur Sache. Das wäre einmal Todesflug und Blutlinien. Mein letztes Buch von den Blackdeckern war Erzähljäger und da ich ja die Reihe neu lesen möchte, geht es nun mit diesen zwei Büchern dann weiter und ich freue mich wieder sehr darauf. Das war es dann auch schon. Es sind einige Bücher diesmal auf meinem Sub gelandet. Und das auch noch, wo ich jetzt wieder anfange zu arbeiten. Entschuldigung. Aber ich werde es probieren und ich hoffe, ich schaffe es trotzdem noch, so viel zu lesen.